Hallo bei Nördvermedizin. Heute berichte ich mal aus Lappland hier in Schweden. Gestern war es ungefähr minus 30 Grad kalt, das war schon eine ganze Menge. Momentan ist es so minus 16 Grad, deswegen muss ich mich auch beeilen, sonst frieren mir die Finger ein und mein iPad wird irgendwann abstürzen. Aber was könnte eine bessere Gelegenheit sein als diese, um euch ein bisschen was zu Hypothermie zu erzählen? Fangen wir mal an. Wie viel Energie hat so ein Körper eigentlich? Das ist ungefähr so viel wie eine 100 Watt Glühbirne. Das heißt, wir verbrauchen pro Stunde, natürlich auch ein bisschen abhängig von der Körperstatur, zwischen 80 und 90 Kilokalorien. Was machen wir jetzt, wenn wir kälter werden? Wir zentralisieren zuallererst. Das heißt, wir durchbluten die Akren, unsere Finger weniger, die Haut wird weniger durchblutet und dadurch versuchen wir den Körperkern oder die Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten, indem wir die Körperperipherie etwas abkühlen lassen. Jetzt denkt man sich, Mensch, super, das ist ja eine Top-Isolation. Stimmt leider gar nicht so. Der Isolationseffekt ist etwa vergleichbar mit einem Geschäftsanzug, den wir tragen. Das heißt, für den Winter nicht wirklich geeignet. Da haben wir Menschen uns schon ganz schön an unsere bequemen Umgebungsbedingungen gewöhnt. Was passiert dann? Ab einer Körperkerntemperatur von etwa 33 Grad haben wir das maximale Kältezittern und wir verbrauchen dann circa 3 bis 6 Mal so viel Energie wie sonst. Das heißt, wir produzieren noch deutlich mehr Wärme, halten das allerdings auch nur 3 bis 5 oder 6 Stunden je nach Trainingszustand aus. Danach ist Ende im Gelände und wir kühlen langsam aus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Typen der Hypothermie gibt es denn überhaupt? Na klar, da gibt es eine Gradeinteilung. Die könnt ihr auch in der Publikation, die ich euch in die Shownotes gepackt habe, euch nochmal genauer ansehen. Es gibt aber vor allen Dingen drei verschiedene Formen der Hypothermie, auf die ich gerne getrennt eingehen möchte. Das ist einerseits die primäre Hypothermie, dann, wenn es draußen kalt ist. Und dann gibt es die sekundäre Hypothermie. Das heißt, das sind Patienten, die von innen heraus keine Wärme mehr produzieren. Das heißt, zum Beispiel Patienten mit einer Sepsis, zum Beispiel Patienten mit einer Hypothyreose, die hypotherm werden, weil der Körper eine Fehlregulation der Wärmegewinnung da produziert. Und ganz besonders schlimm ist es, wenn man eine Immersionshypothermie hat. Das heißt, wenn ich in eiskaltes Wasser jetzt eingetaucht würde, dann verliere ich nämlich 32 Mal schneller meine gesamte Körpertemperatur und bin ziemlich schnell tot. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist denn die Hypothermie denn so gefährlich? Und zwar insbesondere für Traumapatienten. Ab einer Körpertemperatur von etwa 32 Grad besteht eine Letalität von ca. 100%. Bei einer Körpertemperatur von 34 Grad schon eine Letalität von 50%. Warum ist das so? Das hängt mit der letalen Trias zusammen. Die besteht aus Azidose, aus Hypothermie und aus Koagulopathie und tatsächlich bedingt die Hypothermie eine Azidose und auch eine Kältekoagulopathie. Das heißt, der Traumapatient alles unbedingt zu erwärmen. Wie verlieren wir Wärme und wie wärmen wir sinnvoll einen Traumapatienten? Dafür muss man verstehen, dass es drei verschiedene Mechanismen gibt, wie wir Wärme verlieren. Das ist einmal die Konduktion, das heißt, dumm gesagt, wenn ich auf eine heiße Platte, auf eine heiße Herdplatte fasse, dann verbrenne ich mir die Finger durch direkte Berührung. Das ist die Konduktion. Dann gibt es die Konvektion, das ist, wenn ich einen heißen Wasserdampf reinfasse. Also immer dann, wenn ich mich mit Flüssigkeiten oder Dämpfen in Verbindung setze und die meine Energie abgeben oder aufnehmen. Und dann gibt es aber auch noch die Radiation und das ist die Infrarotstrahlung. Zum Beispiel, ihr fasst über eine heiße Herdplatte und berührt sie nicht, dann spürt ihr die Wärme und das ist die Radiation, die Infrarotstrahlung. Und darüber verliert der menschliche Körper etwa 45%. Und jetzt sagt ihr, diese Wärmedecken, die wir da immer haben in den Rettungswagen, in jedem Erste-Hilfe-Set ist ja einer drin, die bringen doch überhaupt nichts. Ich habe mich damit letztens zugedeckt und dann habe ich mich in den Schnee geworfen und da bin ich fast erfroren. Da habt ihr recht, die schützen nicht vor der Konduktionsverlust der Wärme. Aber was sie tun, ist, sie erhalten uns den Wasserdampf am Körper und sie verhindern die Radiation. Das heißt, tatsächlich müssen wir, wenn wir einen Traumapatienten haben und wollen ihn ideal vor den kalten Temperaturen schützen, müssen wir ihn einerseits in eine Wärmedecke einhüllen, aber vor allen Dingen auch die Berührungswärme. Das heißt, wenn er auf kaltem Boden liegt,
da irgendwie unterbrechen. Da würde zum Beispiel eine Isomatte helfen oder wir tun dem Patienten einfach schnell in den warmen, hoffentlich vorgewärmten RTW. So, jetzt sind meine Finger so kalt, dass ich kaum noch das iPad halten kann. Das heißt, ich muss Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal ein bisschen extremerer Beitrag von Nerdfallmedizin aus Lappland. Viele Grüße an euch. Bitte unbedingt teilen und liken, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut.